Landschaft im Detail, mit der jeder in seinen Teil. Genau wie Zucker damals zur Zeit von Napoleons Kontinentalembargo ist das Musical Zucker auf der Luisenburg ein brandheißer Stoff. Damals wie heute riskieren Menschen sehr viel, um aus dem Rohmaterial etwas Begehrenswertes zu gewinnen. Birgit Zimmler fand die Geschichte auf der Suche nach ihrem ersten Stoff mit lokalem Hintergrund. Dann habe ich einfach rumgefragt. Haben gesagt, was gibt's denn hier an Stoffen? Was sind denn spannende Geschichten? Und dann ist jemand mit mir ins Felsenlabyrinth gegangen und sagt, hast du gewusst, da gibt's einen Napoleons-Hut und einen Helgoland und hat mir die Hintergrundgeschichte erzählt. Und das fand ich so spannend. Ich dachte, die Geschichte um Schmuggel und Verrat und Geheimnisse, da muss ich was draus machen. Klingt toll. Und habe erst nachher festgestellt, dass die Geschichte hier gar nicht so bekannt ist. Jetzt aber keine trockene Geschichtsstunde erwarten. Auch wenn 80% der Handlungen und Personen auf tatsächlicher Geschichte basieren, die übrigen 20% geben dem Stück die richtige Süße. Es ist eine Geschichte von Wunsiedel selbst. Und das ist, es ist nicht, ja, natürlich, Les Miserables, it's a wonderful show. Aber das spielt irgendwo in Frankreich. Und dieser Show ist richtig ein Show, die sich in Hamburg und Wunsiedel abspielt. Und das ist, man ist zu Hause, richtig zu Hause. Man guckt dieser Felsenlabyrinth an und wir sind wirklich hier mit dieser Geschichte. Und das ist super. Doch kein Musical ohne Musik. Die kommt wieder von Birgit Zimmlers langjährigem Partner Paul Graham Brown. Es ist bereits ihr 6. gemeinsames Musical. Ich wollte kein Pop-Rock-Musical, weil das hätte nicht so gepasst. Das heißt, ich habe ja teilweise an irgendwie Operettenrhythmen gedacht. Aber ehrlich gesagt, was ich immer tue, ist, ich denke, okay, was sind die Charaktere, was sind die Themen? Und dann ich baue die Musik entsprechend irgendwie dann auf. Zum Beispiel, das war mir sehr wichtig, weil wir wussten, dass sehr viel von der Handlung in ein Zugezieherei wäre. Und ich habe gedacht, okay, wie klingt das? Und ich habe festgestellt, das klingt eigentlich alles andere als süß. Weil es ist eine Fabrik und es ist heiß und es gibt Spannung, weil es Feuer gibt. Und es war mir sehr wichtig, dass man diese Drive hat zum Beispiel. Also, Handlung und Musik stehen, aber richtig Leben bekommt die Geschichte erst durch ihre Figuren. Zentral dabei der Wunsiedler Zuckerfabrikant Florentin Schmidt, gespielt von Lukas Sandmann. Tatsächlich gar nicht mit mir so verwandt, weil es auch so, also im normalen Leben bin ich eher so der Mensch, der immer überall rumwackelt. Und hier muss ich immer ganz gerade stehen und mich konzentrieren, dass ich mich nicht bewege. Das ist total schwer. Aber es macht Spaß, sowas zu entdecken und zu finden. Und deswegen den Florentin Schmidt ist so vielleicht ein stiller Charakter in mir, den ich jetzt gerade anfange zu entdecken. Und das macht super Spaß. Ihm gegenüber steht in einer Geschichte um Verrat, Intrigen und Liebe natürlich eine Frau. Die heißt Franzi, ist nicht ganz so historisch verbürgt, aber eine ganz wichtige Person in der Geschichte. Ich mag die Franzi sehr gern. Das ist eine sehr gute Freundin von mir geworden. Franzi ist richtig keck, mutig, ist eine sehr starke Frau und hat ein ganz großes Herz. Zu Beginn der Handlung wird sie von den Franzosen gezwungen, die Schmuggelgeschäfte von Florentins Partner Merck aufzudecken. Sonst stirbt ihr Vater. Beide Herzen werden gebrochen, als dieser Verrat ans Licht kommt. Denn da gibt es ja noch den Gegenspieler. Den Franzosenfreund und Wunsiedler Stadtrat Reisinger. Brillant gespielt von Marc Weigel. Es gibt romantische Figuren, es gibt ganz skurrile Figuren. Und mir persönlich macht es natürlich Spaß, so einen intriganten Schmierlappen zu spielen. Naja, allzu viel wollen wir aber nicht verraten. Wie sich alles auflöst und welche Rolle Wurzelgemüse dabei spielt, das müssen Sie selbst herausfinden. Ist auch eher klein, schön, ich bin aber ein Schwing.